Hi Leute, das ist Sanu hier. Die neue Fahndung ist da und wir müssen uns kümmern um Mel. Mel Arnold, wo Schutz sagt, der wird aussehen wie ich. Gut, guck mal seine Brille an. Ich habe eine viel schönere Brille. Was war der kein Bart? Nein. Nur wegen der Mütz? Na gut, gucken wir mal. Guck mal, ob es sich lohnt, ihn zu befreien. So, wo müssen wir hin? Das Ganze fängt in Foggy Bottom an. Ab zum Taxifriedhof. Den Spot hier finde ich mal optisch sehr, sehr geil, ne? Roosevelt, gute Mission. Der Bereich hier ist schon toll. So, ich habe was habe ich denn dabei? Genau, mein Reparaturstürmerbild. Und die Oro ist auch am Start. Endlich, nachdem ich sie locker 20 Mal habe umwürfeln müssen. Ich habe da einfach kein Glück bei sowas. Weder beim Looten noch beim Umrollen. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Ist ein schönes Ding. Taxifriedhof. Eigentlich ein cooler Kontrollpunkt, wie ich finde. Aber der hat doch ziemlich oft mal Probleme gehabt, dass die eigenen Einsatzkräfte nicht nachgerückt sind und haben den dann nicht eingenommen, richtig. War ein bisschen doof. Ja. Oh. Wenn du von hier hinten kommst, hast du einen guten Spot. Oh. Wo ist er denn hingelaufen? Ah, okay. Ich wollte schon gerade sagen, stellt sein Geschütz auf und läuft dann komplett weg. Oh, ist schon nett. Okay, wo hat er sich verkrümmelt? Komm runter, hey. Sehr gut. Ich liebe das Bild wirklich. Die Heilung der Drohne ist echt top. Man kann weitaus offensiver spielen. Hat natürlich fehlt der Damage der Brust, ne? Der wird halt durch kinetischer Impuls keinesfalls aufgefangen. Dafür.
Dafür ist die Heilung halt einfach mega. Und der Damage hier besonders für die Open World, der reicht halt absolut aus, ne? Da braucht man keine anderen One-Shot-Builds zu fahren oder sonst irgendwas, das ist ja absolut Overkill. Hier reicht dicke aus. Da guckt ihr meine Kurzentdeckung. Da fast wie ein Umbra-Stürmer. Okay. Der Anwerber, ich finde den Patch ja geil, ne? Hier. Den, jetzt bin ich mit meinem Holzkopf drauf. Sind wir? Ja, der Patch, der ist halt cool. Der sieht schon nice aus. Ansonsten finde ich ihn halt auch total geil, den Anwerber. Ich bin wirklich gespannt. Hoffentlich lassen sie sich für den Kampf ein bisschen was einfallen. Das ist ja, wie gesagt, immer so eine Sache, die ich bemängel. Den Bossen kann man ruhig ein bisschen mehr Leben einhauchen. Nicht nur in Incursions oder Raid mit mehreren Mechaniken. Kopfgeld-Einsatz hinzugefügt. Jetzt gucken wir nur gerade, was für ein Quatsch wir bekommen haben. Eigentlich mal jemand versucht, die Nummer anzurufen. Nicht. Nur Schmutz. Aber braucht die Ressourcen. Das ist das Wichtigste. So, okay. Erster Kopfgeldeinsatz. Der ist hier vorne. Okay, dann gehen wir zum Safehouse Truman. Und laufen dann den Rest runter. Irgendwann wird hoffentlich mal jedes Gebäude spielbar sein. Okay. Ich wollte schon gerade sagen, was ist denn hier los? So, jetzt kommen sie aber von oben. Dieses Cover-zu-Cover-Gameplay einfach feier, gell? Das ist so verloren gegangen. Ich hoffe so stark, dass Division 3 da wieder zurück zur alter Stärke findet. Ich hoffe, dass es keine Schilde geben wird.
Weißt du, da dreht sich bestimmt vielen auf der Fuß. Aber ich find's nice. Nur passive und aktive Deckung nutzen. Ach. Wow, 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 wow. Richtig. Okay. Weiter geht's. Oh, Navy Hill. Entfernt, ja, da werden wir laufen müssen. Das werden wir laufen müssen, aber. Lass lieber von hier laufen, bis ich wieder raus bin. Immer längst geportet. Oh, Navy Hill. Auch ein sehr cooler Kontrollpunkt. Guckt euch, wie geil das aussieht. Immer wieder schön, gell? Da gibt nichts. Das auf der Konsole. Ist, jetzt hier sieht das Ganze noch mal geiler aus. So! Oh, oh, oh. Ja, alles gut mit euch? Wow, 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 wow! Nein, jetzt geh ich drauf. Oh, ne, guck, was ein Glück, hat die Heilung so gekickt. Deswegen liebe ich das Bild. Verzeiht doch mal, Fehler in der Bedienung. Auf das zu reparieren. Ja. Okay, ich glaube, der spinnt. Na. Das sahen doch eigentlich erwischt. Na, nicht abhauen. Okay, der stirbt drin. Na.
Detecting additional hostile contacts. Oh, ah, ich sollte hier bleiben. Die Feuerrate ist so assi mit dem Ding, ey. Kommt noch was nach? Okay. Ich liebe diese Ausweichrolle. Wie gesagt, diese paar Keyframes, diese paar, dieser kurze Zeitpunkt, wo man keinen Schaden bekommt. Ich hab mich schon oft in Leben gerettet. Zack. Manchmal ist es nur immer tricky, wenn man springen möchte und dann direkt in der Deckung leben will. Dann ist das manchmal ein bisschen, ja. Wow, 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 wow. Okay, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ist mir schön in den Rücken rein. Komm, Officer. Eigentlich wollte ich nicht drauf gehen heute. Aber irgendwie muss ich doch meine Quote einhalten, ne? Wow. Okay. Hello. Is anyone there? They're keeping me at Columbia Plaza. Agent, if you can hear this, please get me the hell out of here. Wir kommen. Sano, wir retten dich. Hey, Shooter, hast du was angezettelt? Der Schlüssel, sehr gut. Das habe ich nämlich noch nicht fertig. So. Ja, 1, Papa 2. Let's go. So, hier sind wir. Bereich hier. Oh. Ach, ich vergesse immer, was für eine Granate ich drin habe. Mit einer EMP ist das natürlich ein bisschen den Bild. Okay. Sehr cool, auch da unten anzufangen. Oh, wow, da. Ich dachte gerade schon, ich wäre zu spät zur Party gekommen. War mir aber ein bisschen früher da. Dass die hier in den Kopfkellern, dass da meist nur rote Mobs rumlaufen, das verstehe ich nicht, ne?
Mal wieder runter. Hier runter. Wo war der Weg nochmal? Hier rein und hier runter. Ich denke schon, ne? Ja, genau. Gerade gedacht, da war doch was. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich schön dezent verlaufen. Wo war die denn hin? Guck, wenn der Boss nur von roten Mobs beschützt wird. Wow, 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 wow. Ne Exo, ich geh kaputt. Ah, ein Chamäleon. Droppt viel zu selten die Chamäleon. Dann droppt die auch noch perfekt. Alter. Natürlich ein Scherz. Ja, hab man doch gerade schon. Was ist los? Looks like you earned yourself another bounty. Well done. Okay. Oh wow, Roosevelt. Ah, okay. Nice. Eben noch von gesprochen, wo wir angefangen haben und auf die Brücke geportet sind, ne? Ja, let's go. Mal gespannt. Oh, hier geht direkt schon los. Immer mitnehmen. Wartet nicht, bis die Gerätschaften selbst zerstört werden. Zerstört sie selbst für 1200 XP. Oder 2-4. Okay, Sniper. Wow, okay, Sniper. What the f- Okay. Hatte ich den Falschen im Blick? Ich bin gerade am Überlegen. Hatte ich den Falschen im Blick? Wer hat mich denn da angeballert? Aber so was meine ich, das muss man den halt auch lassen dann, ne? Wenn, weißt halt mittlerweile nicht mehr zu 100%, was dich erwartet, wenn du in so eine Mission reingehst oder so eine
spezielle umgemodelte Mission. Ja, eben hat man zwei lila, zwei rot. Jetzt hat man drei rot, ein gelb. So, mal gucken jetzt. Nee, das war einfach nur Pech, oder was? Dass ich da zwei Sniper hatte. Das habe ich schon... Hab ich nochmal einen Sturmgewehr-Typ gehabt und diesen LMG-Schützen da oben, ne? Der hat beste Posi da. Na komm. Ach Daniel, was machst du denn? Alter Vater. Wow, 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 wow. Oh. Oh, wow. Weißt du zwar gerade nicht, was da explodiert ist? Ach, da war wahrscheinlich ein Kanal von dem, was ich nicht gesehen habe. Schon gut. Sniper. Diesmal Nicolee. Hat er mir einfach zimmert eben. Puh. Oh, meine Drohne ist weg. Erste Medikit für heute. Na, warum treffe ich den nicht? Okay.
wüsste ja gerne, wenn du mit einem weiblichen Char hierher läufst, ob der dann sagen würde, Bitch of a Sun. Oh. Ah, das reicht. Bin mir nicht sicher. Nein. Ja, genau. Find's immer geil, wer wird wohl die Voice-Overs gemacht haben für die NPCs, wenn die in Flammen stehen oder einen anderen Status-Effekt auf sich drauf haben. Weiter geht's. Welchem Sergeant Dubios gelesen? Also im Französischen Sergeant Dubois? Eieiei. Mitnehmen. Ah, er kommt noch zu. Okay. Der Kanister war dazu offensichtlich hinten. Ah, the fuck. Wow, jetzt habe ich einmal endlich mal auf den Radar geachtet. Ich vergesse das so oft, gell? Da ist meine Drohne weg. Dieses Ganze, was sich durch die letzten Seasons schon durchgezogen hat, ne? Die letzten Verhandlungen, ist alle Charaktere, die gefangen genommen wurden. Wirkte nicht wirklich so, als ob die gefangen genommen wurden. Wirklich. Und einfach deren Expertise gebraucht wird.
Eieiei. Ruf kam meine Frau schon an, aber kann kurz nicht am Telefon. Okay, wo ist denn da? Okay. Auch mal lieber ab mit dem Cooldown. Oh nein. Das kann halt manchmal fatal sein mit dem kleinen Magazin. Okay. Okay, nice. Bin immer noch nicht sachkundig. Das ist eine geile Übersetzung. Sachkundig mit der O. Eieieiei, uncool. Okay. Ich habe gesehen da hinten. Ist da noch versteckt? Oh nein, nein, nein.
Nein, nein. Die Schaumschläger sind auch, ich weiß nicht, wie oft ich da schon verreckt bin mit denen. Du kriegst ein bisschen Bauschaum über, dann bist du am Arsch. naja. Krass, wie weit wir bis in die Mission reinlaufen diesmal. Fast bis hinten durch, ey. Wow. Da oben, hä? Ja, ich muss mal kurz den Platz freimachen hier. Ohne ist nämlich auch weg. Die Sau. Tatsache, ey. Krass. Krasser Scheiß. Bis zum Ende hin. Oh, nice aus mit dem Licht. Bin gespannt. Oh, oh. Ja, nützt ja nichts, kommen wir nicht weg. Ernsthaft. Okay. Push ist schon gut. SS Sergeant. Oh, drauf kommen wir nicht. Doch. Ei, ei, ei. Der war wichtig. Oh, wow, 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 wow. Richtig. LMG-Schützen sind generell auch ein bisschen krass manchmal, ne? Je nachdem, welcher Pose die sind. Erika secured. That's what I'd like to know. Agent, meet us back at the castle. Okay. Auf unserem Schloss. Die war ganz cool hier. Auch dass man mal gefühlt komplett bis ganz durchlaufen mussten. Hat man in den letzten Missionen auch kaum. So, aber ein Schloss. Hören wir uns noch an, was es hier gibt.
mal her. Oh, I can't believe you took the time to find me. I'm impressed, Manny would make. I'm just a farmer now. I guess he hasn't forgotten the JTF and the division are supposed to work for the people after all. Bin gespannt, ob das hier nicht einfach nur auf die Schiss oder Story oder ob wir damit wirklich irgendwann anfangen können. Den ganzen Sachen, die wir wieder aufbauen. Cool wär's ja. Oh! Die Hälfte der Season ist geschafft, Leute. Die Hälfte der Season ist geschafft. Zumindest was die Manhunt angeht. Schauen wir mal. So, hat sonst noch jemand was vor mit uns? Kleiner Bedrohungsalarm. Ne? Gehen wir noch mal kurz zu Wally. Aber scheint nicht so, als ob sie was für uns hätte. Ansonsten. Ansonsten. Ja, das war's. Die zweite Fahndung Season 2 im Jahr 5 ist rum. Ich fand's ja ganz okay. Auf jeden Fall. Hat Späßchen gemacht. Und wir sind, ja, Halbzeit, Leute. Wir haben Halbzeit. Bin gespannt, was ihr sagt. Haut's mir in die Kommentare. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen, für alle, die noch hier sind.